Ja, heute zu Gast bei mir André Stagge. Es freut mich ganz besonders, weil es unser erstes Interview ist, was wir in dieser Reihe machen. Ja, du hast viele Jahre als Fondsmanager gearbeitet. Das fand ich ja natürlich sehr spannend und hast auch gleichzeitig Vorträge gemacht, was ich eben von anderen Fondsmanagern nicht so kenne. Da ist ja oftmals, wenn man fragt, machst du einen Vortrag bei uns beim VTRD? Nein, aus Compliance kann ich nicht und darf ich nicht. Das fand ich sehr beeindruckend, dass du dich halt auch um die Ausbildung gekümmert hast. Aber als erstes würde ich mal ganz gerne von dir wissen, wie bist du eigentlich zur Börse gekommen? Also zum Aufwärmen mal hier. Ja, das habe ich schon oft erzählt. Die Geschichte ist ganz schön. Ich habe 96 tatsächlich mit der Börse angefangen. Meine ersten Aktien durch Zufall und Glück waren die Mannesmann-Aktien. Damals noch zu D-Mark-Zeiten und vor der Übernahme durch Vodafone. Und das ist halt das Schöne, wenn man emotional lernt, also wenn man wirklich gleich was mit Freude verbinden kann, so wie das allererste Investment, dann bleibt man dabei. Und ich habe die Aktien damals, ich glaube, für 130 D-Mark gekauft und dann hat sich das vervierfacht durch die Übernahme und da war ich halt im Börsenbann und bin immer dabei geblieben, weil es einfach so spannend war und so interessant. Und ja, da bin ich damals zur Börse gekommen. Also es hatte gar nichts mit meinen Eltern, Erziehung oder Ähnlichem zu tun, sondern es war eher Rebellion, die Eltern. Also ich komme ursprünglich aus dem Osten, aus der ehemaligen DDR, habe die ersten 6 Jahre da auch noch miterlebt und die Eltern waren immer gegen den Kapitalismus. Und das war dann meine Form zu rebellieren, indem ich einfach Aktien kaufe und damit Geld verdiene. Ja, und wie bist du denn ins Fondsmanagement gekommen? Wie ist dein Weg hin gewesen? Ja, das ist auch ganz spannend. Das war eigentlich eine Entscheidung, die eher zufällig getroffen wurde. Ich hatte ja im Praktikum ein halbes Jahr als Händler gearbeitet an der Börse in Stuttgart bei der Euwax damals, 2006. Damals, wo das Sommermärchen in Deutschland war. Und wollte eigentlich, weil ich ja eher auch trading-affin gewesen bin, in den Handel rein. Und das war ja vor Lehman Brothers auch noch ein sehr begehrenswerter Job, ins Prop-Trading oder in den Nostro-Handel zu gehen, also auf die eigene Rechnung der Bank zu handeln. Hab dann aber im Praktikum auch schon gemerkt, dass dieser reine Händlerjob, und das wird ja von vielen Tradern auch falsch interpretiert, doch nicht so das Optimum ist. Weil was macht der Händler? Der kriegt eine Order geschickt von einem Entscheider und exekutiert die. Ja. Also damals 2006 hatte ich so 300 Orders am Tag, die ich exekutiert habe. Hatte dafür so 10 Sekunden im Durchschnitt Zeit und es ist halt eine ausführende Tätigkeit. Also ein Händler führt nur aus, sondern ein Händler, der macht eigentlich gar nicht so richtig Gewinne und Verluste. Wenn ein bisschen was abfällt durchs Flow-Trading, okay, aber es ist gar nicht so sehr, dass eben diese ganz großen Beträge da gewonnen oder verloren werden. Und deswegen wusste ich dann nach meinem Praktikum 2006, dass ich eher in die Anlagerichtung gehen möchte und hatte mich damals auch gar nicht bei Union Investment, meinem Arbeitgeber von 2007 bis 2018, beworben, sondern es war Zufall, die waren an der Uni, haben einen Vortrag gehalten, wo es auch so ein bisschen um Lebenslaufoptimierung ging. Und dadurch kannte so mein Lebenslauf und dann war die Sache für mich gegessen danach. Und der hat mich dann irgendwann angerufen, ob ich nicht Lust hätte, mich mal zu bewerben. Und da kam irgendwie eins zum anderen und ehe ich mich versehen hatte, hatte ich ein Jobangebot. Und bin dann aber im Nachhinein auch sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich halt als Fondsmanager da auch sehr viel in den vergangenen 10 Jahren erleben durfte. Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Königsdisziplin im Asset Management. Also ich kenne viele, die halt gerne einen Fonds haben wollen, Fondsmanager sein wollen. Was hast du da genau gemacht? Du hattest, glaube ich, Overlay-Management, hatte ich gehört. Was war deine genaue Aufgabe dort? Also ich habe 2007 angefangen als Trainee. Das war für mich auch ein ganz guter Einstieg, weil ich alle Bereiche des Fondsmanagements gesehen habe. Also Aktien, Renten, Asset Allocation, aber auch diese ganzen vernetzten Abteilungen. Das ist ja ein unheimlich großes Konglomerat, wo sehr viele Prozesse auch passieren. Fondsmanagement sind ja nur so knapp 10% der Angestellten. Der Rest ist dann Vertrieb, Marketing, Personal, aber auch Compliance, Risiko, diese ganzen Themen, die du eben schon angedeutet hast. Und die Aufgaben sind natürlich mit der Zeit gewachsen. Und ja, ich weiß, es hat immer so diesen Status, diese Fondsmanager, das sind die Götter schlechthin. Und umso mehr man hinter die Kulissen guckt, und das war dann eben auch ein Beweggrund jetzt für meinen Exit, umso mehr merkt man eben auch, ja, die kochen mit Wasser. Natürlich, die haben den ganzen Tag Zeit, die sind super ausgebildet und die schaffen es auch, ein Alpha zu erzielen, also die Benchmark out zu performen. Allerdings in der Regel nicht nach Kosten, weil sie auch ein sehr striktes Konglomerat an Regeln haben, weil es halt wirklich sehr viele Dinge gibt, die Interessen hinter den Kulissen beeinflussen. Und umso mehr man das versteht, umso mehr kann man eben auch gute Handelsentscheidungen ableiten. Und das habe ich sehr schnell verstanden. Das hat mich auch sehr beeindruckt und nachhaltig geprägt. Ich habe halt immer gedacht, es geht nur um maximalen Ertrag. Aber ich habe dann sehr schnell mitbekommen, dass es teilweise um ganz andere Dinge geht, wie eben eine reine Verwaltung. Und gerade am Anfang war ich sehr motiviert, eben auch mit meinem Handelshintergrund. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt schon über 10 Jahre Börsenerfahrung, habe Trading für mich gemacht, im privaten Bereich sehr stark auch vor meiner Karriere. Und bin dann eben gleich zu den Chefs hin und habe gesagt, komm nach dem Trainee-Programm, ich will hier arbeiten, ich habe Bock und gib mir ein Overlay-Budget. Dann haben die gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was ein Overlay ist, was soll das bedeuten? Und dann meinte ich, naja, du hast einen Milliardenfonds, gib mir mal einfach 1 Million an Risikokapital
und lass mich daran arbeiten. Und da habe ich halt im ersten Jahr für den Manager damals über 3 Millionen gewonnen, mit 1 Million Risikokapital. Und da hat er halt gesagt, okay, der André versteht, was er macht. Genau, ja. Und darf das auch weitermachen. Und so ist es dann immer mehr, hat sich immer mehr entwickelt. Und es ist natürlich auch nicht so, dass du dann mit 25 gleich deinen ersten Fonds bekommst, sondern das dauert, dann bist du erstmal Co-Manager, dann bist du quasi intern für den Fonds verantwortlich, bis du dann irgendwann dem Kunden vorgestellt wirst und auch nach außen dann repräsentativ unterwegs bist. Und dann lief es aber immer sehr gut, die Performance war sehr gut und dadurch kommen dann auch immer über die Zeit mehr Assets zu dir. Mhm. Und dann ist das über die Zeit gewachsen, dadurch hatte ich dann immer größere Fonds, immer mehr Verantwortung im Overlay und dadurch dann auch immer mehr Spaß an der Aufgabe eigentlich. Wie war denn so dein Arbeitsalltag? Wie bist du da hingegangen? Hast du dann sozusagen deine Entscheidung getroffen und bist wieder gegangen? Wie ist das da so? Das interessiert, finde ich, viele Leute. Wie arbeitet jetzt genau so ein Fondsmanager? Ja, das ist auch sehr spannend, weil daraus kann man auch viele Implikationen zum Beispiel für bestimmte Handelszeiten ableiten. Das ist schon der Hintergrund. Man muss aber auch ehrlich sagen, Leute, die erwarten, dass da wirklich 100% nur Marktanalyse betrieben wird, sind auch falsch. Das sagen die Fondsmanager natürlich immer in der Presse und auch gegenüber dem Kunden. Aber gerade in den letzten Jahren ist unglaublich viel in diese Abwicklungsthemen reingekommen. Ja. Compliance, Risikomanagement, interne Veranstaltungen, was irgendwann auch keinen Spaß mehr macht. Also es gibt teilweise Manager, die müssen 8 Stunden am Tag im Meeting sein. Okay. Dann frage ich mich auch, wann gucken die auf die Märkte, wann machen die ihre Analysen, wann erkennen die auch mal Trading-Chancen. Das gibt es dann eben auch in der Regel nicht, weil einfach sehr viel auch in Meetings gequatscht wird. Der normale Arbeitsalltag war, man kommt um 8 Uhr, 8.30 Uhr ins Büro, man bereitet halt das Morning-Meeting vor. Das ist in jedem großen Fonds eine feststehende Institution, dass man einfach mit den Kollegen zusammensteht, sich über die Märkte austauscht, ein bisschen guckt, was war in Asien, was waren entsprechend so die Treiber in den letzten Tagen, was sind vielleicht auch für Wirtschaftsnachrichten. Und dann kommt das erste Meeting am Tag, das ist eben dieses Morning-Meeting. Egal, ob du bei der Versicherung, bei der Fondsgesellschaft oder woanders bist, das ist halt Standard. Und da werden die Ideen ausgetauscht und viele Manager nehmen diese Ideen dann auch mit und setzen die Transaktion dann nach dem Morning-Meeting um. Das ist ja eine Strategie, die wir beide kennen. Dieser Morning-Breakout, also diese Handelsspanne zwischen 9 bis 10, hat vom Momentum-Ausbruch natürlich viel mehr Bedeutung als zum Beispiel die Handelsspanne von 8 bis 9 oder von 13 bis 14 Uhr, wo die Leute, also sprich die Fondsmanager, entweder noch nicht im Büro sind oder eben gerade in der Mittagspause, wo das große Geld nicht die Märkte bewegt. Aber in der Zeit von 9 bis 10 kommt dann meistens eine Momentumbewegung, weil man als Fondsmanager das Geld eben bewegt, weil man dem Trading Desk eine Order schickt, der Trading Desk das dann exekutiert und dann meistens eben 20.000, 30.000 Aktien nicht mit einem Fingerschnipp gekauft werden, sondern da eben auch ein bisschen Zeit vergeht, die Order exekutiert ist. Dann Mittagspause, auch eigentlich ganz angenehm für so einen Beruf. In der Regel hatten wir 1,5 Stunden, auch mit der Möglichkeit Sport zu machen, um sich ein bisschen auszugleichen. Nachmittags habe ich dann schon probiert, häufig an den Märkten zu sein. Ist mir meistens auch gelungen, manchmal gab es aber auch Meetings und in der Regel war der Arbeitsalltag dann so um 18 Uhr, 18.30 Uhr, manchmal auch ein bisschen später vorbei. Klar, wenn fett abends ist, ist man auch bis 8 geblieben. Aber das Schöne an dem Beruf war im Nachhinein immer, dass es sehr, sehr unterschiedlich war, was man gemacht hat. Es waren immer ganz unterschiedliche Einflüsse, auf die man reagiert hat. Aber jetzt auch mit der Selbstständigkeit im Rücken muss ich auch sagen, dass man 80% der Zeit eigentlich mit irgendwas verbracht hat, was gar nicht so viel Sinn gemacht hat. Und das könnte man noch optimieren, aber da haben die Fondsgesellschaften auch, glaube ich, relativ wenig Interesse dran. Ja. Und gibt es aus nach deiner Einschätzung ein Risikobudget bei institutionellen, beispielsweise, dass man sagen, im Jahr maximal 10% verlieren kann, was man so am Anfang des Jahres bekommt? Weil danach, habe ich mir auch schon überlegt, könnte man ja auch Handelsstrategien aufbauen. Ist das jetzt nur so ein theoretisches Gespinst oder ist das auch in der Praxis zu finden? Also in der Königsklasse im Asset Management, diesem Overlay Management, also ich trete gegen die Nulllinie an, ich mache Futures, Optionen, so wie der private zu Hause eben auch, da gibt es das ganz klar, das sind diese Risikovorgaben. Bei mir zum Beispiel waren das dann zum Schluss 60 Millionen Euro, die wir im Risikobudget hatten im Jahr, mit dem Ziel, das Geld zu verdienen, also 60 Millionen dann jedes Jahr zu gewinnen. Bei dem klassischen Fonds, und das wissen viele nicht, ist es ganz anders. Es gibt bei jedem Fonds jemand, das nennt sich, das ist der Produktmanager, der verantwortet das Produkt und den Verkauf und der definiert eine Benchmark, zum Beispiel den DAX. Und der Fondsmanager ist dann eben dabei, diese Benchmark zu schlagen. Okay. Und wenn der DAX jetzt 50% fällt und der Fondsmanager verliert in seinem Fonds nur 49%, dann hat er ja ein Alpha, also eine Outperformance zum DAX von 1%. Hat er so guten Job gemacht, kriegt seinen Bonus, alle sind zufrieden. Der Kunde sagt sich natürlich, Mensch, der Fonds ist 49% gefallen, weil der DAX auch 50% runtergegangen ist. Ja. Was hat der Idiot denn da gemacht? Und das hat mich auch so ein bisschen gestört, weil die Möglichkeiten da wirklich auch einzugreifen und zu sagen, Mensch, ich stelle den Fonds mal komplett neutral, wie man das ja als privater Investor auch machen kann, die sind eben da nicht gegeben, weil einmal gibt es die regulatorischen Vorgaben, es gibt die gesetzlichen Vorgaben und dann gibt es eben auch ein sehr, sehr großes Thema, was in den letzten Jahren auch sehr stark in der Presse war und der Index-Hugging,
dass eben viele Manager auch gar nicht mehr bereit sind, ins Risiko zu gehen. Weil der private Trader sagt sich natürlich, mehr Ertrag, mehr Risiko ist ein fairer Deal. Als Fondsmanager sind die Anreizstrukturen auch andere. In der Regel geht es meistens sogar nur darum, das Geld zu verwalten. Ja. Spannende Anekdote, es gibt ja das Kapital, oder es gab mal das Kapitalanlagegesetz, ich glaube bis 2013, wo eben diese ganzen Fondsmanagement-Themen geregelt waren. Es wurde dann im Namen geändert auf Kapitalverwaltungsgesetz. Und das sagt ja schon alles. Es geht gar nicht mehr so darum, das Geld anzulegen, sondern es geht eigentlich mehr darum, das Geld zu verwalten. Deswegen gibt es kein Risikobudget im eigentlichen Sinne für den Fonds, weil das Beta, also das, was die Benchmark erzeugt, so wie der DAX, das passiert ja einfach. Und du als Manager, du sollst in der Regel 1% Alpha zu deiner Benchmark erzielen, also 1% Outperformance. Aber ob du das jetzt mit vielen Trades machst, mit wenigen, das ist auch dir überlassen. Das führt eben auch zu klassischen Kapitalmarktbewegungen. Und wir kommen ja gleich auch zu den Strategien, die sich daraus sehr gut ableiten können. Weil was ist dann die logische Konsequenz, wenn ich weiß, ich soll 1% Alpha aufs Jahr machen? Ich werde immer diese sogenannten Hamster-Strategien machen. Also Strategien, wo ich immer ein paar Basispunkte im Monat verdiene, am besten ohne große Drawdowns, ohne große Schwankungen. Und das sind die Klassiker, das sind halt Optionsverkäufe, Gamma Short bei Aktien, das sind halt Carry oder Spread Trades bei Renten oder bei Währung. Das sind eben Strategien, die alle am Markt machen, die kontinuierlich zu einer kleinen Outperformance führen, bis einmal so quasi der Truthahn geschlachtet wird, bis Thanksgiving ist, der schwarze Schwan kommt und dann alle sehr stark verlieren. Und das ist als Fondsmanager durchaus rational. Als Privatinvestor würde ich das nicht machen, aber als Fondsmanager sage ich mir, naja, dann habe ich 9 Jahre immer 1% Alpha gemacht, alle sind zufrieden, ich habe den Bonus, aber im 10. Jahr habe ich dann 10 oder 20% zu Benchmark verloren. Ist aber egal, weil die anderen haben auch verloren. Damit ist eigentlich diese Eigenrationalität in diesem Konstrukt Fonds nicht das Beste für den Kunden. Das weiß der Kunde natürlich nicht, das dürfte ich dir auch nie erzählen, wenn ich noch angestellt wäre. Genau, das ist das Schöne daran, dass du jetzt nicht mehr dabei bist und jetzt mal ein bisschen offener reden kannst. Ist natürlich auch eine subjektive Meinung, aber ich habe das schon zumindest so empfunden. Und so wie es mir halt, bevor ich da angefangen, vorgestellt hatte, dass jeder nur da ist, den optimalen Ertrag generieren will, auch wirklich mal bereit ist, ein großes Risiko einzugehen, so wie man das ja als Star-Investor quasi vorgelebt bekommt, wie es ja die Amerikaner auch viel stärker machen, da gibt es ja viel mehr Abweichungen. Das hätte ich mir vorgestellt, das ist nicht so. Auf der anderen Seite kann man den Schuh auch ein bisschen dem Kunden anziehen. Wenn der Kunde eben sagt, ja, ich will 5, 6, 10% Outperformance, aber sobald es mal 1% runtergeht, gleich irgendwie panisch anruft und sagt, oh, du hast Verluste gemacht, dann neigt man natürlich dann auch dazu, weniger Risiken einzugehen. Wenn jetzt dein Risikobudget erschöpft war, hast du dann aufgehört zu traden sozusagen? War das für das Jahr zu Ende und hast du dann ein neues Risikobudget im nächsten Jahr bekommen? Genauso wie das beim normalen Fondsmanager, wie du eben erklärt bist, wenn er jetzt weit vor seiner Benchmark liegt, wäre es ja einfach clever, denn das Risiko zurückzufahren, sodass er das bis zu seinem Bonus, sage ich mal, gesichert hat. Weil das ist ja immer so die Strategie, ist ja auch so, wie sichere ich meinen Bonus, wenn ich jetzt einmal vorne liege wie läuft das da? Okay. Also ich habe die gute Situation, dass das Risikobudget bei mir nie erschöpft war. Ich habe es bei anderen Kollegen gesehen, die auch im Overlay-Management waren, dass eben diese Grenzen nach unten dann einfach ausgefüllt waren, dass die Verluste da waren. In der Regel ist es dann so, dass man nochmal neu verhandelt oder dass die Leute dann eben den Fonds oder das Overlay nicht mehr machen. Und darauf achtet man natürlich auch. Also das habe ich auch nie gesehen bei über 200 Kollegen, dass so ein Risikobudget vorhanden war und dass es dann wirklich nach einer Woche oder einem Monat weg war. Also normal ist es so gestreckt und wenn man eben Verluste gemacht hat, werden die Wetten auch kleiner. Auf der anderen Seite, wenn man eben Gewinne gemacht hat, werden die Wetten teilweise auch größer, bis man eben sein Ziel erreicht hat. Aber ich sag mal, 80 oder 90% der Manager in dieser Strukturfonds, wenn die eben ihr Ziel erreicht haben, ihr Jahresziel, und das hatte ich teilweise schon nach 2, 3 Wochen auch schon mal geschafft, hören die dann auf. Ich habe immer weitergemacht und ich habe mich dann immer wieder die Jahre über gefragt, Mensch, warum habe ich denn jetzt weitergemacht? Was habe ich denn jetzt davon? Der Bonus war der gleiche. Klar, wenn es gut gelaufen ist, hat der Chef dich dann nochmal extra gelobt und der Kunde war auch zufrieden. Aber wenn es dann wieder ein bisschen runtergegangen ist und unter diese Zielerreichung gefallen ist, dann waren natürlich alle doppelt so irritiert, dass du dann noch weiter auch in den Fonds aktiv gemanagt hast. Und das ist auch von jedem Kollegen anders. Also junge Kollegen sind da in der Regel auch ein bisschen aktiver, alte vielleicht ein bisschen abgebrühter. Aber in der Regel ist es so, wenn das Risikobudget weg ist, musst du dein Risiko reduzieren oder auf Null bringen. Aber es gibt eben auch die Situation mit der Benchmark zum Beispiel, wenn alle eben gerade massiv verloren haben, dann wirst du zwar auch weniger machen, aber du wirst dann halt auch nicht gar nicht machen. Im Overlay heißt es gar nichts machen und im Fonds heißt es dann ganz, ganz kleine Wetten mit der Idee, mit kleinen Gewinnen wieder rauszukommen. Ja, beim
Garantiefonds ist es ja immer so, da hatte man früher ja immer die Rentenseite, was jetzt natürlich extrem schwierig ist bei den niedrigen Zinsen. Dann hat man eben das Aktienrisiko runtergefahren, hatte über die Zinsen sich das wieder reingeholt, bis man wieder ein bisschen Budget aufgebaut hat. Das ist heute ja, glaube ich, ein Riesenproblem, dass es eben eigentlich keinen sicheren Zins mehr gibt. Ja, eigentlich hat man nur noch zinsloses Risiko, wenn man das mal genau betrachtet. Aber ganz kurz dazu, also die Garantiefonds oder diese Immuno und Evexo, Convexo-Mandate sind auch genauso strukturiert. Ne? Also wenn die das Risikobudget erschöpft haben, ist auch wirklich final Schluss. Nice. Wovon ich gerade gesprochen habe, war mehr so ein klassischer Publikumsfonds. Ja? Aber klar, das Risikobudget wird dadurch die Zinslast immer geringer. Deswegen schreibt man die Garantien auf 10, auf 20, auf 30 Jahre fest. Ja. Aber das ist auch so ein klassisches Thema, was sich sehr gut verkauft. Immobilienfonds, Garantiefonds, da hast du eigentlich sehr wenig Ertragschancen bei relativ hohen Risiken, wie du es gerade schön beschrieben hast. Aber der Kunde kauft es, weil er weiß, in 30 Jahren kriegt er sein Geld zurück. Allerdings dann auch immer nur nominal und nicht real. Genau. Und da setzt halt das Thema Finanzbildung wieder so ein bisschen ein, wo es dann leider bei den meisten Fondskunden auch nicht so weit mitbestellt ist. Ja,